So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder bei Breath of Fire. Was könnte ich dazu sagen? Eigentlich nur, wir sind jetzt wirklich kurz vorm Ende wieder. Ich habe halt nochmal durchgelevelt. Diesmal mit einer etwas anderen Kombination. Ich hatte halt Stan und Otsche verwandt in der Schamanenform. Die ist aber jetzt leider durch, also gerade bei Stan ist die jetzt zum Beispiel weg, weil der schon, naja, ein bisschen was von seinem Leben verloren hat. Und ich muss sagen, es ist so wesentlich einfacher. Halle Julia! Ihr seht auch am Level jetzt, das ich habe, das ist alles wesentlich einfacher. Ich habe 53, 51, 56, 53, das ist halt länglich nicht so viel, wie wir letztes Mal hatten. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an. Eben, müssten kurz vor Ende sein. Also wenn ich das richtig gesehen habe, müssten wir kurz vor Ende sein. Außerdem habe ich leider die erste Aufnahme wegschmeißen müssen von dem perfekten Ende. Einfach weil... Naja... Wie soll ich euch das jetzt sagen? Einfach weil... Weil mein Aufnahmeprogramm leider rumgesponnen hat und die Datei geschreddert hat. Ich konnte die Dateien einfach nicht retten. Die war aus irgendeinem Grund auch unglaublich groß. Ich habe das Gefühl, als ich Aufnahme stoppen gedrückt habe, also die Aufnahme beendet habe sozusagen, hatte die nicht wirklich beendet und irgendwie lief dann eine Endlosschleife und irgendwie hat das ganze Programm dabei aufgegangen. Habe ich das Gefühl, das Programm hat keinen Fehler abgegeben, aber ich habe gesehen, dass es noch im Hintergrund lief tatsächlich. Im Taskmanager war es noch zu finden. Deswegen seid jetzt nicht verwundert, wenn ich das Ende schon kenne. Aber was ich sagen kann, es ändert sich was. Und zwar nicht gerade wenig. Und es lohnt sich. Das perfekte Ende ist wunderbar. So. Ist einfach nur ein bisschen blöd, weil ich kann euch jetzt nicht meinen Ersteindruck davon vermitteln. Also Rio greift an. Wir müssten kurz vor Ende sein. Ich habe mir die AP angeguckt. Wir müssten ungefähr... Es müsste jetzt ungefähr... Ich weiß ja, wie viele Drachen ich letztes Mal benutzt habe. Und wir haben jetzt... Ich habe übrigens ein bisschen was geändert auch. Zum Beispiel habe ich hier... Na, wo ist es? Ich habe es übersehen. Was? Wo ist es denn? Da ist Salamander geholt, genau. Hab die Salamander statt den Waisenkugeln oder Waisenfrüchten genommen, weil die einfacher zu holen waren, tatsächlich. So. Machen aber im Prinzip das Gleiche. Kann ich aber beim Fischhändler einfach im Dorf kaufen, deswegen. So. Und ich muss sagen, mit dieser Kombo war es sehr viel einfacher zu spielen. Dann. Also, wir geben jetzt Rio noch einmal AP. Dann macht das auch der... Ne, der Botsch muss heilen. Dann sind wir hier bald tot. Auf alle. Und Rinpo gibt dem... Ich weiß leider gar nicht mehr, was das... Geben wir den auch nochmal... Einfach... Noch einen Salamander, damit er auch wirklich auf voller AP ist. Aber ich glaube, der ist auf voller AP auch schon mit dem ersten. Weil der hat jetzt natürlich auch... habe ich die Aufnahme vergessen, angeschaut und ich habe alles vergessen, was ich gerade eben gemacht habe. Naja, jetzt auch voll. Er hat jetzt voll, ist jetzt, wir können den Drachen nutzen. Ich glaube, wir müssen jetzt bald tot haben. Ein oder zwei Drachen sind es noch. Also wenn wir jetzt Glück haben, ist das jetzt das Ende. Seht Death Evens Kraft. Und dann dürfte das richtige, perfekte Ende sehen. Das ist nicht das richtige, sondern das perfekte Ende. Es hat sich irgendwie sonst überhaupt nichts geändert. Der Kampf gegen Baba Roy war exakt das gleiche. Der Weg nach unten war exakt der gleiche. Und wieso hat Rio jetzt ganz normal angegriffen? Ach so. Weil ein BAP abgezogen wurde. Und das ist natürlich jetzt fies. Dann machen wir nochmal Riesendrache. Item. Nochmal Salamander auf Rio. Und du machst nochmal den letzten Salamander auf Rio. Dann muss es aber reichen mit ein bisschen Glück. Das war Botsche, ne? Magie macht wieder Arzten auf alle. Jetzt hab ich gerade nicht aufgepasst. Was hab ich denn gemacht? Warum hat Rio nicht mal die Drache angegriffen? Ah. Habe ich nochmal einen Angriff gemacht, ne? Ich starte die Aufnahme und mache nur Blödsinn. Eieiei. Okay, egal, wir leben ja noch. Und dann machen wir... Es müsste der letzte sein, weil ich habe auch kein Salamander mehr. Ja. Ich hoffe, das reicht. Aber beim letzten Mal hat es gereicht. Leider die Aufnahme, die weggeschmissen ist, beziehungsweise die einfach nicht funktioniert hat und ich wegschmeißen musste. Und dann haben wir hier Rinpo, die macht nochmal Item. Genau. Salamander auf Rio. So, jetzt bitte das Ende. Bitte, 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 bitte. Noch ein Laser.
und den Riesendrachen. So, ist der Even jetzt etwa tot oder lebt er noch eine Runde? Dürfte aber auch nur noch ein paar Schwertschläge sein. Ja, wir haben es geschafft. So. Wie gesagt, es wird sich etwas ändern. Sogar etwas Großes, deswegen nennt man das auch perfektes Ende. Ein guten Ende. Ich will gar nicht zu viel sagen, weil ich eben leider schon jetzt weiß, was passiert ist. Deswegen, schauen wir erstmal. Ich sag danach was. Warum? Warum? Ryo, warum willst du mich töten? Warum? Warum verstehst du nicht, dass die Zerstörung der Welt Schicksal ist? Ich verstehe es nicht. Warum widerstehen die Menschen und die Welt der Zerstörung? Da fehlt ein Komma. Naja. Warum wollen sie nicht einfach sterben? Kommt dann Komma hin? Ich glaube schon, ne? Ich verstehe es nicht. Ich werde nun gehen. Werde träumen von der Zerstörung. Auf Wiedersehen, Nikanoru. Das wissen wir ja noch aus dem guten Ende. Er stirbt nicht, er verschwindet nur. Er geht schlafen. Du hast es geschafft? Ich hatte mich schon zu Staub verwandelt, aber du mich ins Leben zurückgeholt. Anfini war die Kraft, die uns alle trotzdem weiterkämpfen ließ. Wir können stolz auf uns sein. Die Welt ist wieder sicher. Die Stadtbewohner haben uns ihre Stärke gegeben. Jeder ein bisschen. Ryo erinnerte sich an die Gesichter seiner Freunde. Er spürte das Verlangen, sie alle wiederzusehen. Er wollte seinen Sieg über den Dämon mit all seinen Freunden teilen. Er wollte seine ganze Freude mit ihnen teilen. So, und dann gehen wir mal nach unten. Also bis hierhin ist eigentlich alles gleich. Oder? Ist mir irgendwas entgangen? Also mir ist tatsächlich nicht aufgefallen, was jetzt irgendwie anders wäre. Es scheint so unwirklich. Wir haben etwas wirklich Unglaubliches geschafft. Ryo war sehr, sehr stark und ich habe mit Ryo gekämpft, wodurch es noch unglaublicher wurde. Breath of Fire 2. Jetzt wird also ein bisschen gefeiert im Drachenvolk. Also beim Drachenvolk. Das auserwählte Kind. Unsere daheimgelassenen Freunde. Tapeta, Rand, Aspara, Nina. Nur Dice fehlt. Aber die schläft ja auch die ganze Zeit, also von dem her. September 1994, September 2006. Project Breath of Fire 2. Ja. Also das zweite Datum ist wie gesagt das Datum von der Übersetzungsgruppe. Das erste Datum ist das offizielle Release-Datum von der Originalversion. Ja, Boss. Ja, Boss, mir fehlen die Worte. Ich denke, dass Glückwünsche am angebrachtesten sind. Genau, wie ich gesagt habe, Ryo ist großartig. Ich habe es immer gewusst.
mein Kumpel und ein tapferer Freund. Lass uns gehen, Kumpel. Alle warten schon auf uns. Schnell, schnell, wir gehen sonst noch ohne dich. Ich glaube, bis hierhin ist immer noch alles gleich. Etwas in Rios Gedanken irritiert ihn. Gute... Ach, der weiße... Weiser Drache, ne? Ja. Gute Arbeit, erwähltes Kind. Du hast exzellente Arbeit geleistet, um den lang ersehnten Traum des Drachenvolks zu erfüllen. Dev Even ist verschwunden. Dadurch sind die verbliebenen Dämonen stark geschwächt. Unsere Aufgabe, die Dämonen aufzuspüren, wird dadurch sehr viel einfacher. Du hast wirklich gute Arbeit geleistet, Rio. Wie in der Legende wurde das Böse besiegt. Es gibt keinen Grund mehr für dich, hier zu bleiben. Geh zurück mit deinen Freunden. Auf Wiedersehen, Rio. Auf Wiedersehen, Rio. Ich glaube, du wirst deine Bestimmung erfüllen und Death Even wird fallen. Auch hier nichts anders. Wird fallen? Der Weise sagte, Death Even wird fallen. Ich verstehe es nicht. Ich werde nun gehen. Werde träumen von der Zerstörung. Auf Wiedersehen, Nikanoru. Rio fühlte, dass seine Mission noch lange nicht vorbei war. Death Even ist nicht wirklich gefallen. Er hat sich nur schlafen gelegt, um sich zu regenerieren. Wenn Rio sich in einen Drachen verwandelt, kann er sein Land beschützen, wie es einst seine Mutter tat. Ich hätte die Musik vielleicht nicht abbrechen sollen, die ist eigentlich noch schön, die hätte man ein bisschen laufen lassen können. Ich frage mich, wo der Boss hin ist. Vielleicht musste er mal aufs Klo. Was ist los, Boss? Quatsch. Was ist los, Boss? Du beabsichtigst, ein Drache zu werden, um diesen Ort zu beschützen. Nein. Warum verlässt du uns, um dich in einen Drachen zu verwandeln? Lass den Quatsch. Unser Vater. Du liegst nicht falsch, Rio. Death Even ist nicht vollständig verschwunden. Es ist kein Fehler, wenn du das auserwählte Kind diesen Ort beschützen willst. Was du vorhast, ist das einzig Richtige. Ich bin stolz auf dich, dass du dich deinem Schicksal so mutig stellst, mein Sohn. Was passiert? Jedoch habe ich dich nicht dazu erzogen, deine Freunde zu verletzen. Der Energieladeprozess ist abgeschlossen. Rio, bitte bleib zurück.
So wie es aussieht, fliegst du nach unten. Von den Wolken her. Und ich sehe, ich bin da nicht... Ja. Da haben wir die große Änderung. Und da ist auch der Dice im Bild. Und Touchdown! Hat er es gerade Rand gesagt? Ich habe keine Ahnung. Einfach mal voll auf den Berg gerammt. Die Energieladung nimmt wieder ab. Rio, du hast deine Mutter verloren, weil ich nicht stark genug war. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, um es wieder gut zu machen, mein Sohn. Bis der Dämon wieder erstarkt und auf das nächste auserwählte Kind wartet, werde ich diesen Ort vor dem Bösen beschützen. Ich werde den Eingang zu der Stadt, die du und ich gebaut haben, bewachen. Ja, die Stadt, die wir gebaut haben, ist ja das Dorf, was gerade auf drauf gelandet ist. Und die Stadt, die er gebaut hat, ist ja das Dorfgate. Ihr solltet nicht hier bleiben. Ihr müsst eure Überzeugungen auf der Welt verbreiten. Sind sie alle okay? Das war wohl eine Bruchlandung. Wenn du und deine Freunde eure Glauben auf der ganzen Welt verbreiten, wird Death Even niemals mehr zurückkehren können. Jo, willkommen zu Hause! Breath of Fire 2, Cast! Ja, und das war das perfekte Ende von Breath of Fire 2. Wir können uns nochmal die Credits angucken. Und ja, hier sieht das Ende so wirklich wesentlich endgültiger aus. Verbreitet eure Kunde und es wird nichts Böses mehr geben. Das mittlere Ende hatte so einen Anschein, okay, es gibt noch einen zweiten, es wird noch einen dritten Teil geben. Und wie wir ja alle heutzutage wissen, es gibt ja sogar 6 Teile von Breath of Fire. Wobei die letzten beiden meiner Meinung nach echt war. 4 waren noch okay, aber als wir danach kamen, war Free-to-Play, Handy, Scheißdreck, keine Ahnung. Also... Wobei, ich hab's auch ehrlich gesagt nicht so richtig gespielt, deswegen kann ich es eigentlich nicht beurteilen. Aber 4 war noch okay. Vom 5. und 6. liest man aber auch nur Schlechtes, deswegen... Ha. Ich persönlich bin froh, dass ich das Spiel endlich durchgespielt habe. Das ist ein Spiel, was sehr, sehr lange auf meiner To-Do-Liste stand, dass ich es endlich mal wieder durchspielen sollte. Und ja, ich bin froh, es endlich getan zu haben. Ganz ehrlich, ich bin froh, es durchgespielt zu haben. Ja. Sehr schönes JRPG, wunderbares RPG. Und wenn man einmal weiß, wo man hin muss und so weiter, ist es auch der letzte Dungeon gar nicht so schwer. Auch wenn der letzte Dungeon sich tatsächlich etwas zieht, weil er so relativ groß ist gegenüber den restlichen Dungeons davor. Aber schwer ist dann tatsächlich was anderes. Ja. Ich weiß schon, was mein nächstes Projekt sein wird. Das wird Evolent sein, ziemlich sicher. Ich versuche auch irgendwann noch definitiv Dragon Ball Xenoverse weiterzumachen, weil das ist ein Spiel, was mir am Herzen liegt, weil ich Dragon Ball einfach liebe. Deswegen wird es auf jeden Fall noch weitergemacht. Ich muss nur die Zeit dazu finden. Und Evolent ist, soweit ich weiß, ein sehr kurzes Spiel. Ja. Vielleicht kommt auch Dragon Ball noch, während Evolent läuft oder so. Mal gucken. Ja, was mit... Bevor Leute fragen, was ist denn jetzt mit Dungeon Keeper Command & Conquer Warcraft 1? Kommt. Lasst mir bitte ein bisschen Zeit, das kommt. Ich kann sogar mir vorstellen, dass Warcraft sogar noch vor Dragon Ball weitergeht. Mal schauen. Weil da ist ja auch nicht mehr so viel. Es sind noch 6 Missionen, oder? Wenn ich Allianz und Ork zusammenzähle, sind es noch insgesamt 6 Missionen.
glaube ich, wenn ich mich nicht irre, bin ich sicher. Aber ich glaube, so weit waren wir auch nicht. Ich müsste den Spielstand noch haben, ich hoffe es. Ansonsten hoffe ich, dass ich Cheatsky gleich mich nochmal so weit vorspulen kann. Weil den Spielstand sollte ich noch haben. Dann sollte bei meinem Festplatten-Crash nicht verloren gegangen sein. Genauso wie der hier nicht verloren gegangen ist. Wobei, das hier ist natürlich Konsole. Oh. Konnte mir ja gar nicht verloren gehen, fällt mir gerade ein. Da wird ja auch PC gespeichert. Scheiße. Ja, müssen wir mal gucken. Jedenfalls, ja, hier sehen wir jetzt gerade nochmal das Ende. Und ich bin echt froh, dieses Spiel gespielt zu haben. Ich werde vielleicht auch Teil 3 und Teil 1 noch spielen. Vielleicht auch noch 4, wobei 4 gibt es ja leider nicht mal ansatzweise auf Deutsch. Mal schauen. Ich finde es schwierig, ein so textlastiges Spiel wie dieses zu Let's Playen. Da muss man dann jeden Satz übersetzen, wenn man deutscher Let's Player ist. Vor allen Dingen, also ich traue mir schon zu, das vernünftig zu übersetzen. Das Problem ist nur, das wird dann alles in die Länge ziehen, weil manchmal brauche ich etwas länger und wenn dann doch mal ein Wort fehlt, ist auch blöd. Deswegen, mal gucken. Für die, die es nicht wissen, ich arbeite ja auch gerade für SNS Project, von denen übrigens dieser Patch hier ist, beziehungsweise der stimmt, ist nicht wirklich von denen, der ist ja von D-Force, den man im Intro gesehen hat, aber auch von Predator und noch von zwei anderen, dessen Namen ich gerade leider nicht im Kopf habe, Flobo und ich weiß es nicht mehr, leider, sorry. Jedenfalls in dem Board, also wo man auch diesen Patch runterladen kann, ja, nicht nur, aber auch kann, arbeite ich ja gerade auch von einer PlayStation-Übersetzung für Suikoden 1 zum Beispiel. Vielleicht macht man auch Brave OS 4 mal irgendwann. Mal gucken. Erstmal muss Suikoden 1 fertig werden. Und momentan ist das Projekt ein bisschen eingeschlafen. Ein bisschen, es läuft noch, aber es ist ein bisschen eingeschlafen, weil die Leute nicht mehr so viel Zeit haben, wir drin arbeiten. Aber es kommt. Also ich bin davon zuversichtlich, dass es dieses Jahr noch fertig wird. Es muss dieses Jahr fertig werden. Ich habe mir geschworen, nicht länger als 2 Jahre mit dem Projekt zu brauchen. Mal gucken. So. Jetzt sind wir schon bei Kapitel 5. Generälen Spuke-F. Soldaten. Und ein der Magier sucht leidende Prinzessin. Kapitel 6. Dicke Königin, Popo, alte Sängerin, Baba. Künstler, Beschwörer, Köche, Sajara, Momo, Juju. Oh, das Farmdorf. Wo der Rand herkommt. Kapitel 7. Gedächtnis von Gandalf. Erinnerungen, Kinder. Farmdorf, Bauern, Boost, P, Red, A. Powerfrau Daisy Marx, Botschafter S. Marquez. Ach, das waren noch Zeiten hier. Die Geflügelten. Kapitel 8. Windia, Wachen, Capote, Tief, Fetzen, Geralt, Katakomben, Warp, Test, Felsen, Vogelwächter, Vorfahren. Warp, Test? Widerstand, Mikey M, Donald D, Goofy D, Max D, Pyramide, Schatzjäger, Nosumi F. Und
Kapitel 9. Gläubige Eva, Simon... Asterion. Thomas, Dom Evas Fanatiker, der Sündiger. Ba, 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 ba. Da haben wir drei Vereinigungen, die, glaube ich, gar nicht möglich sind. Weil das doppelte Schamanenbelegung wäre. Die Weisen, Dragona, Dragoba. Partner, Botch, Gossi, harter Typ, Rand Marx, Explosiv, Rinpo, Matz, Witzaffe, Standing Legacy, das auserwählte Kind, Rio, Batson und du, vielen Dank fürs Spielen. Da ist der Text viel zu schnell weg, viel zu schnell, so schnell kann man gar nicht lesen, das ist absolut nicht möglich. Jetzt haben sie bei den Credits endlos viel Zeit und dann machen die das so schnell, das ist schon ein bisschen schade. Präsentiert von... Ja. Jetzt kommt Capcom. Und hier auch das Logo leider ein bisschen kaputt. Ich bin mir nicht sicher, ob es an dem Patch liegt. Oder an dem Cartridge, das ich zum Patchen benutzt habe. Ich habe keine Ahnung. Ich bin froh, dass das Spiel komplett und fehlerfrei lief. Mit Ausnahme der paar Fehler. Müsste man mal auf dem Emulator testen, ob so ein Patch liegt. Aber der eine Fehler ist, glaube ich, nicht so schlimm, oder? Oder, Leute? Oder? Nein, ne? Nein. Also, Ende. Ich lasse euch jetzt noch exakt... 2 Minuten 30 Zeit, um die Musik zu genießen. Und dann schalte ich einfach ab. Ich bedanke mich. Auf Wiedersehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ach, kommt ja gar keine Musik mehr, ne? Ups. Dann, sag ich mal jetzt tschüss. Ist ja unsinnig, jetzt hier zu warten. Tschüss.